Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1 2017. Wir sind zu Gast in Spanien. Español, in España, meine Wenigkeit. Der gute Dava ist mit dabei. Der Pidi ist für den Max nachgerückt. Dazu kommen wir gleich. Der Gamiga, der Heros, der Paula und der Kixel. Alle mit am Start, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Servus. Hallo. Hi. Hallo. Nicht so schüchtern. Ich kann mich gerade nicht trauen. Ich wollte es gerade sagen, nicht so schüchtern. So. Neu? Ich habe gerade gesagt, Odin ist nicht mehr mit dabei. Er hat es im letzteren Jahr schon gesagt. Ihr habt es in der Aufnahme gehört. Er hat es angedroht. Er hat keine Lust mehr. Es macht ihm keinen Spaß. Und dafür ist Elli jetzt mit dabei. Und Elli als Teamkollegin von Heros. Das heißt, wir haben jetzt zwei Frauen in der Formel 1. Oh Gott. Oh mein Gott, sowas hat es noch nie gegeben. Das 20. Jahrhundert ist auch endlich in der Formel 1 angekommen. So, und wir hat sind... Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er. Ich hoffe, dass die FIA hier mal zuguckt, ja? Das kann so nicht weitergehen. Oh, hoffentlich nicht. So, also Spanien steht an. España. Ist für uns voraussichtlich das vorletzte Rennen im Jahr 2017. Was wir aufnehmen. Und ich möchte von meiner Seite noch mal kurz was sagen. Letztes Rennen, ich habe mich ja tierisch über den Herrn Bottas aufgeregt. Ich habe es auch in der Aufnahme reingeschrieben, ich habe mir es angeguckt. Ich bin einfach nur ein Stückchen zu früh nach links gezogen, also es war eigentlich schon mehr meine Schuld als die von Bottas. Nichtsdestotrotz bleibt er trotzdem für mich, ein Arsch. Ja. Nee, Arsch aber bleibt Arsch. Verstappen ist für mich nach wie vor auf Platz 1 der Ärsche. Und Applaus für deinen Arsch. Ach, das ist aufregend. So, schnelle Runde. Jetzt das. Ne. Oh. Kann ich direkt abbrechen den Versuch? Noch vor Beginn der Runde rausgeflogen. Du bist gut. Hab irgendwie auf dem Korb beschleunigt. War eine scheiß Idee. Das ist ganz blöd, ja. Naja. Passt schon. Hülkenberg. Mein Team wahrscheinlich auch der Erste. Ja. Oh. War der Erste. Eindeutig. Egal, er war für 10 Sekunden drauf. Die Runde ist gleich mal voll für den Arsch, die ich da fahre, glaube ich, ey. Von lauter Arsch. Ja! Wow! Ja, was? What the? Okay, jetzt habe ich Angst. Was ist denn hier los? Ja, der hat einen Bot fahren lassen. Kann es sein, dass du irgendwie geübt hast, Kicks? Der hat eine Woche lang nichts anderes gemacht, ey. Der saß im Keller, ey, und der ist hier Runde um Runde um Runde gefahren. Ich bin einfach 1,2 Sekunden langsamer, weißt du? Zeit bringt dich auf P6. Oh, noch ein Kanzler. Ihr macht mich kaputt, ey. Okay, die Runde war auch total kacke von mir, mal abgesehen davon, aber... Oh! Achso. So eine Rundenzeit bin ich bisher noch nicht gefahren auf der Strecke. Ich war jetzt total irritiert dadurch, dass es Williams war. Ja, ich bin da so ein bisschen... 20 Dreher habe ich gerade gemacht. Ach, du hast schon mal die Drifts geübt, wenn du gewonnen hast. Ja, genau. Ich hab schon mal die Donuts geübt. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Entschuldigung. Nicht drehen, nicht drehen, nein, nein, nein! Ich gehe nach Ruhe zurück. Ich glaube, es wird zum Trend.
Wer da hinter mir ist, vorbei. Alles gut, fahr weiter. Nee, ich gehe in die Box. Ich auch. Ja gut, bis zu meinem Fehler, den ich da hatte, ich bin gerade ein bisschen beruhigt, da war ich eine Sekunde schneller als meine vorherige Zeit. Insofern hat mich das jetzt gerade wieder ein bisschen beruhigt, dass noch irgendwas geht. Ich kann einfach nicht mehr fahren. Ja. Erste Runde gefahren, zweite Runde wird jetzt auch mit zwei Händen am Lenkrad gefahren. Alter. So langsam aber sicher da war, ne? Seitdem, ich habe das Gefühl, so irgendwie, seitdem du mal so ein Rennen gewonnen hast, ja, schwebst du auf Folge 88. Zwei Rennen. Ja, ich sage, seitdem du das erste so gewonnen hast. Komm von außen, Paula, oder? Nee, von innen. Nee, von innen, dann bleib ich auch. Ja, was denn du? Außen. Okay, aber jetzt ist eh vorbei. Jetzt ist eh vorbei. Jetzt sind wir zusammengekracht. Jetzt ist vorbei. Nee. So hat sich das meine Zeit ist für den Arsch nur. Ich konnte mich nicht entscheiden. Einfach in der Mitte gefahren. Ich komme von innen, nee, von außen. Ich komme innen, außen, innen. Ich wusste nicht, wo ich hinfahren soll. Oh Mann. Das liegt unsere beste Runde bei. Eine Minute. Was sagst du? 25. Ja, das ist nicht mein Auto. Oh Mann, ich habe vor allem im ersten Sektor verloren ohne Ende. Ja, ich habe auch im zweiten. Kann mal einer schnell sagen, Sektor Zeit? Verloren. 5 Minuten. Okay. Oh, das wird aber dann eine enge Kiste, ey. Bist du noch draußen? Ich fahr wieder raus, ja. Achso. Ja, bist du jetzt schon rausgefahren? Boxenstopp. Ich hab schon eine Zeit gefahren, ja. Ob du gerade draußen bist? Ja! Also. Schrei dich nicht so an, ich hab auch Gefühle, Mann. Deine meisten Gefühle sind Hass. Sei ruhig, halt die Klappe, du Arsch. Hab dich lieb. Ich dich ja. Du sei ruhig, du. Bekommen. Bereit? Ich wollte schon mal üben, wo ich am bereit, besten bereit, wenn du es bist, Chef. Ich meine, jetzt kann ich mich erstmal entspannen. Ich gehe meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Was? Hier zu. Moment. Paula muss warten? Ja. Ja, sorry. Kriegst mal bitte vor das Mikro aus, schneller, ja? Die Jungs hier, ey. Nee, was wir nicht gedrängt haben, hätten musst du in die Box fahren, du hast kein Benzin mehr, fahr bitte nicht weiter, es geht so. Nicht. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass der Teamkollege in der Box ist. Aber hab ich denen noch Bescheid gesagt? Ja, vielleicht sollten die Funk mal überprüfen, bevor wir ins Rennen gehen. Die haben sie gedacht, gut, der eine ist da, die andere kann eh warten, die hat eh kein Benzin mehr. Oh, wir sehen. Das muss ja warten. Ja, genau. Sie kann eh nicht vorbeifahren, nee, die muss warten. So, meine Zeit ist nicht zufriedenstellend. Boah, wer hat denn da hinter sich eine ganze Menge NPCs? Ich. Okay, ich halte Abstand. Ich sehe es gerade auf der Minimap. Ja, da habe ich es nämlich auch gerade gesehen, raus, deswegen. Junge. Hinter mir kommt noch einer von uns jetzt angefahren dann. Ne? Ich weiß nicht, wer das ist. Einer von uns auf jeden Fall. Mach ein wenig langsam, weil ich halte Abstand. Oder bist du auf schneller Runde? Das kann natürlich auch sein. Wenn du jetzt gerade Sektor 2 bist, dann bin ich das und ich bin langsam. Okay, gut. Überholt aber auch nicht. Die wollen auch nicht überholen. Mann, dann sind sie selber schuld. Die fahren bestimmt alle an die Box. Das nee, tun sie nicht. Das wäre jetzt bin ich fast, wo ich so langsam bin, fast aus der Kurve geschmissen. Das, ich fahre langsam und fliege aus der Kurve fast. Müsst ihr mal geben, ey. Was passiert denn, wenn ich schnell fahre? Du fliegst dann bis zur nächsten Runde. Dann ist man manchmal konzentrierter, wie wenn man langsam fährt. Bist du Superschnitzel? Dann heißt er auch SS. XXL-Schnitzel. Wie die Reifen hier. Oh, wer ist da gerade rausgefallen aus der Box? Ich. Ich komme hinter dir. Wollt's bloß gesagt haben? Ja. Bescheid. Wer ist denn der weiße Punkt in der Schikane gerade? Ich bin gerade durch eine Schikane durch, falls du das meinst, aber ich weiß nicht, ob das deine Schikane jetzt ist. Haben sie mich alle überholt. Bald mit dem dritten Sektor. Ziel. Aha, meine Damen und Herren. Dritter Sektor bin ich jetzt. Ja, okay. In Spanien gibt es die Gamiga-Schikane. Wieso? Ja, ist deine Schikane, oder? Bestimmt. Komm schon. Hallo. Noch einer? Ja, sehr schön. Nein! Du Arsch!
Das ist mir immer ein Vergnügen. Naja, ich bleib gleich mal außen. Schütze kommt hier gerade. Zugzwang, Kekse. Zugzwang. Ey. Erstmal warte ich. Bau mir was fürs Rennen auf. Hast du überhaupt gefahren? Weil das sehe ich nämlich nicht. 1,23,5. Okay. Seid ihr noch da? Ja. Weil bei mir hängt gerade das Spiel. Nee, oder? Auf der Strecke angehalten. Na toll. Danke, liebes Spiel. Hätte 1,22,5 schaffen können. Fuck you, ey, ehrlich, sorry, aber. Krieg ich einen Keks, Pit? Noch 30 Sekunden in dieser Session. Bist schon so weit, Dominosteine. Ja! Hat sich komplett aufgehängt, oder? Nee, es geht. Ich konnte dann plötzlich wieder weiterfahren. Keine Ahnung. Regt mich nur auf, weißt du? Ja, klar. Denk bitte dran, über die Ziellinie fahren am Ende des Qualifyings, ja, nicht in die Box. Ja. Egal. Nein! Ach Mann! Ja, ging mir gerade aus, so schätze. War nämlich keine 10 Sekunden, keine 10 Meter. Schade! Ich hab echt gedacht, ich schaff's nochmal, dass ich nochmal drüber komme. Oh. Elli 1,30. Boah, das war knapp, ey. Ich musste erst ans Auto drüber. Nee, aber du hast dich knapp, also ich hab dich knapp verfehlt. Also nicht dich, sondern ach deine so, Zeit. Das meinst du. Ich dachte, du meinst gerade auf der Strecke die Ecke, weil da hab ich echt ein bisschen knapp gefahren. Nee, ich hab die Zeit jetzt gemeint. Ah, okay. Du hast 1,23,5,1,2 und ich 1,23,5,2,6. Oh. Ernsthaft? Dezent. Timmy Raikön 1,23,861, ich 877. Ach, der hat. Oh, der hat dich aber gerade erst überholt. Ja. Ah, oh, shit, ey. Keine gute Zeit, ey. Hab's nicht mehr hingekriegt. Oh. Ich will mit den Reifen eigentlich gar nicht erst losfahren, ganz ehrlich. Ja, Platz, ich auch nicht. Platz 3 ist mehr, als ich mir erhofft hatte oder erwartet habe. So, meine Damen und Herren, Qualifying-Endstand. Pidi auf der Pole, herzlichen Glückwunsch. Danke. Dann haben wir Dava auf 2, auf 3 bin ich. Kixel auf 5, das beste Resultat, Kixel, oder? In der Qualifying bisher? Hervorragend, herzlichen Glückwunsch dazu. Echt geile Zeit. Glückwunsch. Sehr gute Zeit, auf jeden Fall, ja. Gamiga auf 9. Mhm. Dann haben wir Elli auf 19 und neben Paula Heros auf 20. Heros, wo ist Heros? Genau, den habe ich total überlesen. Ah, da ist er. Entschuldigung, Heros. Nein, ich habe dich. Ich weiß gar nicht, warum ich dich überlesen habe. Ja, der wird nicht so hervorgehoben wie die anderen. Ja, genau, wahrscheinlich. Ja. Oh. Also, ja, ist doch ganz einfach. So, Kixel, oh, und alle davor habe ich schon vorgelesen. Heros ist sowieso davor. Okay. Ganz alles schön schlechter Keksel. Ja, ja. Meine Damen und Herren, wollen wir ins Rennen? Komm, ist der mal vorne? Wir wollen ins Rennen. Dann gehen wir rüber ins Rennen. Alles klar. Einmal auf weiter und dann bitte dran denken, wie immer. Nicht weitermachen. Nicht weiterdrücken, sondern erst Strategie. Strategie kurz einstellen. Dann können wir auch kurz ansagen, wenn alle in Grid stehen, ne? Also du oder ich, je nachdem. Und ich wünsche mir, dass mir heute keiner irgendwie mich leicht touchiert bei der Einführungsrunde, dass wir heute wirklich mal alle die Einführungsrunde zu Ende fahren könnten. Das wäre ein Träumchen, sage ich euch. Ein Träumchen. Scheiße. Ja. Ich bin Fünfter. Scheiße. Oh, oh. Liegt in der Familie hin, darauf zu fahren. Meinst du mit dem Schnüffel, ja? Ja. Ja. Dann machen wir das mal so.
Was soll schon schief gehen? Nee, okay, das machen wir so. Also mir kann hinten keiner reinfahren, ich bin letzter. Challenge accepted. Außer Eddie bleibt stehen, entscheidet sich, nee. Okay, ich wäre soweit. Und bei mir dauert es noch kurz. Ich auch. Ja, ne, kein Ding. Ich sag's nur, damit man weiß, wer fertig ist und so weiter. Ja. Um was anderes geht's gar nicht. So, bei mir steht schon direkt wieder die Kamera. Ja. Hallo. Kind hat so einen Typ mit Sonnenschirm. Ich nicht, ich will auch so einen. Hab ich auch so einen Typ mit Sonnenschirm? Ich wär auch soweit. Du bist nur Zweiter. Wollen wir eigentlich eine neue Ansage machen, Schnitzel, oder? Also, wieso? Achso, du nimmst ja eh alles am Stück auf. Ja, gut. Ja. Möchtest du für dich eine neue Ansage machen? Nee, nee. Komm, Mika, mach mal Ansage. Hopp. Nein, mach mal Ansage. Nein, komm, nein, jetzt mach mal. Nicht. Mach mal. Nein, oh Gott. Kann man sich vorstellen, wenn die nebeneinander stehen würden in der Position, dass sie da übers Auto so drüber kamen. Nein, du. Okay, wenn alle fertig sind? Ja. Kiksel auch? Ja. Ja. Ja, dann können wir ja starten. Ja. Mensch, das geht ja heute fix. Ja, aber zackig. Jetzt muss ich kacken und nur. Jetzt hast du Pech. Hast du Pech gehabt, musst du die Hose scheißen. Was? Nichts. Hat er nicht gesagt. Ich bin jetzt wieder zensiert. Paula, drückst du mal weiter? Was beim Kacken? Ja, ich weiß, ich meditierte vom Eilegen. Was? Vom Eilegen? Da halt nicht aus. Gott, ich bin nicht gewöhnt, so schön zu fahren. Verdammt. Kiksel hat verkackt. Hier hinten, wir müssen sowieso warten. Bottas vor mir. Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finde. Ich sei froh, dass er vor dir ist. Das weiß Bottas auch nicht, ob er das gut findet. Ich bin nicht froh, wollte ich sagen. Ich bin nicht froh. Was du jetzt noch nicht bedacht hast, Kaniga, Perez ist hinter dir. Oh, ey. Verstappen hinter mir. Das wusste er bis eben noch nicht. Oh Gott, ey. Mein Teamkollege wird euch alle fressen. Böser Perez. Da war, was du aber noch nicht bedacht hast. Ja. Ich hinter dir. Oh, scheiße. Und Raikkonen ist direkt daneben. Oh Gott. Und dann kommt Kiksel. Schneller. Die getriebene Meute von hinten. Was ist denn? Und schon macht der Fehler. In der Einführungsrunde macht der Fehler. Oh. Eddie wurde disqualifiziert. Ja, Eddie ist auf einmal weg, aber ich weiß nicht, warum. Was berührt. Bei mir habt ihr euch aber nicht berührt. Ah, doch. Ja, ihr kuschelt. Super. Schon macht der Fehler. Kuschelt da auch einer. Diese scheiß Kurve. Ja. Kotzt mich an. Bist du jetzt ruhig? Du sollst nicht meckern. Du darfst überholen, glaube ich. Stimmt, Schnitzel, nicht meckern. Genau. Ja, Moment, wegen KI. Ja? Du musst gerade sagen, das ist das Gleiche. Ja, über die KI. Hi, Ali. Hi. Hey, ich bin durchgekommen. Echt nicht. Ja, da kam von links so ein Schnitzel und Hamilton hat euch gebremst. Weiß ich, an wem das lag. Warum macht der sowas? Ich verstehe. Jungs und Mädels, ich habe keine Kontrolle gehabt. Und auch so, mögen alle Frontflügel beisammen bleiben. Alles gut und so. Blabla und ja, viel Erfolg und so weiter. Was, bin ich leise? Ja, du tust mir ein bisschen leid, du musst hier nicht mehr starten. Achso. Ja, passt schon. Gott, Kiksel steht jetzt direkt hinter mir. Achtung, er hat faule Eier getankt. Viel Glück. Jo. Ha, diesmal kein Frühstart. Achtung, ich bin links neben dir, Kiksel. Ey! Ich bin rechts neben dir. Was? Ich wusste rechts oder links. Was? Ich hab links gesagt. Du hast gesagt, einer kommt von rechts, einer von links. Paula, ich bin neben dir. Ja. Oh, ich fahr mal hier weg von der... Alter, wie sich Ellie schön still und heimlich scheppert, ne? So, wer schiebt mich hier schon wieder? Wer schiebt mich da schon wieder? Oh, fuck! Shit! 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 Aua. Ich hoffe, da war alles gut. Ja, alles gut. Ja, aber Paula macht fertig anders. Nur minimal im Stress. Ich musste uns wäre entweder in dich reingefahren oder in die KI. Dann nimm die KI. Ich habe mich dafür entschieden, einfach mal an der Strecke zu bleiben, vorne frühzeitig die Kurve zu erreichen. Das war aber ein heißer Anfang, Pitt. Ja, ich dachte schon, du kommst vorbei. Mhm, war mir nicht sicher.
Mein Flügel ist noch ganz. Wollte ich nicht so frei. Oh, sag mal, also Magnus, oh, du hast doch echt einen an der Waffel. Jetzt regt er sich aber über die Kriege aus. Naja, also. In dem Fall muss er jetzt gerade. Ich bin, war vor ihm in der Kurve und er zieht ständig rüber. Ich meine, ich war jetzt auf 17 rum, okay, das war, da war ich selber schuld, zu spät an der Bremse gewesen einfach. 17 bist du? Ja, ich war zu spät an der Bremse, bin Raikön ein bisschen hinten drauf gekracht und dadurch, oh, ins Kiesbett. Ich hab dich gar nicht gesehen eben. Ja, ich war ja im Kiesbett. Okay. Hättest du schon vorbeischauen müssen. Vielleicht stand da auf deine Panadeschnitzel. Möglich. Den Cross gebacken, goldbraun. Goldbraun und knackig. Ausschiebt oder nicht? Aber zumindest ist der Flügel noch in Ordnung. Danke, Ferrari-Fahrer. Schön, Paula, danke. Das war der Ferrari-Fahrer. Ja, Vettel, ich hab's gesehen. Ich bin Hinterrad reingefahren. Oh, ich mag die Strecke einfach nicht, ey. Nächste wird besser. Bist du ruhig? Ja, bei mir ist sogar nichts kaputt. Was labern die? Müssen wir ein wenig aufholen, ne? Ja, machst du es halt ein wenig spannend. Jetzt wird's Kampf nach vorne. Hauptsache, ihr kommt alle Halle durch, der Rest. Ja, ist. Ich finde auch. So macht sich so rum weg wie beim letzten Mal. Ja, ich glaube bei Kixel. Oh, Kixel. Scheiße. Mann, dreh dich doch gescheit um. Nicht so, dass du wieder ausschreitest. Ja. Ich mich am Arsch. Na, Schokolade ist viel zu billig, Kixel. Oh. Mann! Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Bitte, kannst du bitte anhalten? Ich sehe dich nicht mehr. Nein. Versuch was mit. Der Rest bitte anhalten, ich sehe niemanden mehr. Bist doch hinter mir, was willst du? Ich verliere gerade viel zu viel Zeit. Warum? Oh nein. Boah, da ist Kamiga! Ah! Ja, ich muss dich vorbeilassen. Sorry, es tut mir leid. Da habe ich mich noch nie gedreht an der Stelle. Ist das schon der Führende, der da kommt? Ja. Okay. Ja, das ist normal, Ellie. Ja, ich weiß, das kenne ich so. Danke. Bitte. Da noch Achtung, Dava. Dava. Oh, ja. Gott. Heiß und fettig. Ich fahr jetzt in die Box. Danke, Ellie. Mal Flügel reparieren. Oh, Scheiße. Versuch die ganze Zeit DRS zu drücken, ist das... Nein, 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 nein. Bleibst du wohl hinter mir? Ich glaub's hackt. Böser NPC. Wir sind drei Runden. Will er die ans Leder, die Sau? Der hat eine spitze Nase und kommt mit Schwung von hinten. Oh. Hat er so viel gerungen oder was? Tja, frag mich. Zwei blöde Fehler und schon ist Gamiga eine Ecke weg. Vor allen Dingen müsst ihr ruhig bleiben. Meinst du, wie ich mich die erste Trainingsrennen hier angestellt habe? Habe ich geflucht innerlich? Innerlich? Ich habe mich zurückgehalten, Paula. Dann hast du das gut gemacht, bitte. Was soll denn das eigentlich heißen jetzt, ey? Ich hab dich lieb. Ja, vergiss es, vergiss es. Bei Partie ist das was anderes.
Boah, meine Reifen sind so tot, ey. Sag mal meine. Du hast nicht rein können am Arsch. Ja, aber ich hab meine Reifen im Arsch, ja. Tut das nicht ein bisschen weh? Ja, zwischendurch, wenn du bremsen tust, ist das ganz schön heiß, ja. Ja, vor allem, wenn er sich hinsetzt, rollt er weg. Die Frage ist aber auch, was tut mehr weh? Reifen im Arsch oder Reifen? Oh. Okay, das vertiefen ist jetzt der falsche Ausdruck. Ja, mein Clan-Gewinner. Das hat mein Motor gerade mal aufjaulen lassen. Du hast schon vergessen, Schok reinzudrücken. Ich hab nur noch die verbrannte Panade gerochen. Jetzt habe ich Hunger. Ja, immerhin bekommst du mit, dass ich näher komme, Gamiga. Das ist ja auch so gewollt. Du machst mich nicht nervös. Das ist mir auch egal. Dazu habe ich auf der Strecke schon zu viel mitgemacht. Peros ist hinter mir, oder? Ja. Lass dich vorbei. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7. Das ist eigentlich schlimm, wenn dieser weiße Pfeil hinter einem nicht mehr weggeht. Solange noch weiß ist, ist alles okay. Genau. Ne, hört nicht mehr auf. Reifenstatus? Sehr schlecht. Änderung gestellt. Aber dann lässt du mich nochmal nachsagen, die. Die Box ist heute leider geschlossen. Außerhalb der Service. Ja, genau. Boah, die Reifen bauen ab. Merklich, jo. Runde für Runde. Wie bekloppt. Das merkst du in den schnellen Kurven, dass du die bei Weile nicht mehr so nehmen kannst wie, ja, wie vorher. Gerade so vor der DRS, ne? Diese Rechtskurve. Kann ich bei weitem nicht mehr so fahren wie eigentlich zu Beginn. Ja, also die Soften werden hier relativ schnell gekillt, muss ich sagen. Ja. Ich bin vorne links bei über 40%. Ich bin bei 50. Ich bin über 50. 50. Ja, habt ihr im Qualifying nochmal einen neuen Satz aufgezogen gehabt? Ja, hab ich. Ja. Den hatte ich aber, als ich fertig war, auch schon bei 13% vorne links von der. Ja, ist okay. Vorsicht! Gib mal kurz Statusmeldung. Wer fährt denn momentan auf welchem Platz? P12. Eine nach der anderen. 1 6 noch 16 12 20. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Nicht mehr lang, 17. Kekse? Doch, noch 17. Kekse? Kekse ist stumm geschaltet. Müssen wir den auch bremsen, weil er zu viel flog? Bestimmt? Keine Ahnung. Blockiere 15. Boxenstopp? Heute nicht.
Alter, macht Perez einem das schwer, ey. Ach, du bist das da vorne, okay. Ja, ja. Ich hab mich gerade in der S-Kurve an Perez vorbeigebracht. War Perez schon in der Box? Nein, aber ich. Doch, der war schon, weil der hat weiße Reifen. Vorher hatten alle gelb. Ich hatte aber keine Meldung, Teamkollege in der Box, und ich bin jetzt erst die erste Runde wieder draußen. Also. Aber soweit ich das gesehen habe, sind alle mit gelb gestartet. Es war ganz am Anfang, war schon mal jemand in der Box. Ja, ja, ich bin hier. Okay. Vielleicht war das Perez. Ich weiß nicht wer. Ich glaube, Hülkenberg war auch schon mal in der Box. Nein! Ja. So, kurz durchschnaufen. Huch! Jetzt hab ich mal Wasser verschüttet. Scheiße. Egal, macht nichts. Teamkollege ist auch in der Boxengasse? Hä? Ja, ja, der kommt aber hinter mir. Los jetzt! Ja, da Pech. Ich war, es hat genau gepasst, glaube ich. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Grüne Flagge. Sag mal, Gamiga, kann es sein, dass du beim Boxenstopp ein bisschen Zeit verloren hast? Möglich. Weil ich auf einmal wieder direkt hinter dir bin? Ja, du bretterst da ja mal rein und dann bremst du ab, gell? Ich fahr. Nee, ich bin da jetzt nicht, Nee, aber du fährst ja nicht automatisch, oder? Also. Doch. Echt? Okay. Also. Dann habe ich da Zeit verloren, ja. Boxenstopp. Aber man kann auch mit Automatik Pitstop Strafen kriegen. Kurze Info, oh, wenn du da voll reinschießt. Ich bin viel schneller als du. Ja, das denke ich mir auch, dass du da Streifen. Streifen. Ah, hey! Strafen. Sag doch, dass du neben mir bist. Streifen. Ist alles okay oder? Ja, ja, alles gut, alles gut. Sorry, der da vorne ist sau langsam, ich komme gar nicht vorbei. Ach Gott! Ey! Okay, hier ist Jeff, kannst du mich hören? Sag mal, ich soll da vorne nicht kuscheln. Mein Fehler, sorry. Sorry, Boxenstopp. Sorry. Ja, alles gut, mein Fehler. Änderung bestätigt. Verstanden, geht in Ordnung. Gott, war das doof. Ach, warum fährt denn der so langsam, Gott, Alter? Gott, war das doof, ey. Ah, der hat einen beschädigten Frontflügel vor mir. Ja, warum fährt er dann in die Box, der Idiot? Ja, ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Der, wenn nicht so langsam gewesen wäre, wäre es ja passiert. Aber trotzdem, das passiert, ja. Trotzdem mein Fehler. Gesagt, der fährt extrem langsam. Ganz dumm gewesen. Gottes Willen, ey. Ey, das tut mir echt leid für dich. Nein. Echt nur Pech gehabt. Nein, alles gut. War mein Fehler. War mein Fehler. War schon dein Fehler, aber trotzdem ist das ärgerlich. Ich ärgere mich gerade für dich. Freu dich doch. Losfahren. Hat er bei mir auch gesagt. Hat's auch nicht besser gemacht. Ehrlich? Ja.